Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edward. Ja, das ist diese komische Quest. Wir haben auf jeden Fall im Inventar diese Schuhe. Und die geben uns 20 Punkte mehr Abwehr und 22 Punkte mehr Magieabwehr. Und das ist sehr schön. Und ja, wir haben so einiges gemacht. So einiges. Dungeon starten. Ruinen im Wald haben wir jetzt auf Experte durch. Müssen wir noch Nebelsumpf-Experte machen. Dungeon wird gestartet. Ja, ich bin bereit. Das hat uns nämlich die ganze Zeit noch gefehlt. Das Ganze auf Experte durchzuspielen. Wenn wir das dann gemacht haben, dann gehen wir in den Nachtwald. Um Harlequin zu besiegen, den Anführer der Nachtgeister. Na komm runter. Geht doch. Nein, nicht wieder nach oben. Runter mit euch. Alter, runter mit euch, habe ich gesagt. Ich gehe doch nur nach oben, um hinter euch zu kommen. Das heißt nicht, dass ihr auch nach oben gehen sollt. Ja, kack, kack. Luzi. Dann komm runter, mein Freund. Ja. So, tschüss, Feenwächter. Das war's. Das waren nicht schon mal die ersten beiden Abschnitte. Vom Nebelsumpf. Und das soll Experte sein. Gut, es wird zwar Level 8 empfohlen, aber es wird da auch empfohlen, 3 bis 4 Mitspieler zu haben, wenn man das hier auf Experte macht. Dadurch, dass wir auf Level 10 sind, was also heißt, nur 2 Level stärker. Und ich glaube, das ersetzt keine 2 Mitspieler. Oder 3 Mitspieler halt. Also diese Empfehlungen, die sind manchmal fragwürdig. So, sehr schön. Ihr seid die letzten beiden. Und tschüss, mein Freund. Lass mich durch. Die Monster! Wow, das war ein Fehler. Gib mir Essen, dann lasse ich dich gehen, aber ich werde dich nicht gehen lassen. Das ist dann wohl dein Pech, hä? Aua, voll das Messer in die Fresse gekriegt. Bam! Na komm, du machst es doch eh nicht mehr lange. Gib schon auf. Danke sehr.
So. Ah, das ist total schwierig. Ja, ja, Affenkönig. Du bist schon so ein Affe. Das ist ja auch ein Affe. Wieso habe ich den nicht getroffen? Ach, hier geht's in die Ecke, okay. Kein Messer werfen. Ich möchte kein Messer an der Brust haben. Bist du der Letzte? Alter! Reg dich mal ab, mein Freund! Hast deine Medizin heute nicht genommen, hä? Ja, hast deine Medizin heute nicht genommen, ich sehe es schon. Schlaf schön. Ja, da sagt es. Danke sehr. Na komm, lass mich durch. Ich verstehe zwar nicht, warum Bogenschießen Mana verbraucht, aber interessiert mich auch nicht. Walter Poro. Ja, dein scheiß Sturmangriff. Kann ich mal am Hintern riechen. Schade, jetzt ist das Geld weg. Das war jetzt aber schon fast aus Versehen, gell? Das müsst ihr wissen, da könnt ihr mir glauben. Ich habe jeden Winkel des Waldes durchsucht, aber keinen Benders gefunden. Wirklich, ich habe das ja jetzt auch nur gemacht, damit wir es vollständig haben. Wie strubbelig du aussiehst. Ich sehe nicht strubbelig aus, ich habe mich vorhin gekämmt. Zeit 7 Minuten. Alter, die Hälfte von der Folge ist schon rum, ich fasse es nicht. Was haben wir da gekriegt? Was ist denn das? Was ist denn das? Ach, für Raven. Elitär antikes Schwert. Gut, das ist schwächer. Also nehme ich das nicht. Hat der Sockeleffekte? Nee, der hat nur Set. Der hätte nur Set-Effekte. Ich leg die hier mal wieder ab. Ja, wirklich, das ist kein neues Item, du Pfropfen. Das sockel ich mal. Ja, ja. Sprungkraft. Sehr schön. Ha, das ist doch gesockelt, du Idiot. Okay. Dann haben wir das jetzt. Und hier haben wir jetzt zwei Aufgaben. Nachtwald mindestens schwer und Nachtwald mindestens normal. Da kann man sich nicht denken, dass ich gleich auf schwer mache. Harlekin-Zauberstab. Nee, Waffe für Aisha und Waffe für Rena. Hey, Zweig des Ends, die hätte ich gerne. Die hätte ich gerne. Ja, ich bin bereit. So, Endperle der Reinigung. Magiegeister besiegen. Den Wald haben wir ja schon mal in der letzten Folge gemacht, aber da hat man es nur auf normal. So, runter da. Hier ist nichts mehr, gut. Gebt mir eure Reinigungsperlen, ihr Idioten.
Ja, 2 von 4 habe ich schon mal. 3 von 4, Entschuldigung. Das hat mich doch gar nicht getroffen, du Idiot. Ich stand doch Meter weit darüber. Na komm, lass mich durch. Dankeschön. Haha, kam es gar nicht richtig dazu, irgendwas zu machen, hä? Genauso wenig wie du. Schieb mich halt weg, du Idiot. 2 Türen. Dann gehe ich da halt oben lang. Wenn ich oben noch aufräumen muss, dann kann ich auch oben lang gehen. Also diese Irrlichter, das sind echt Cheater. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber sie selbst werden es schon wissen. Komm, geh kaputt! Also von der Sprungkraft merke ich zwar irgendwie nichts, aber wird schon was gebracht haben, die Schuhe zu sockeln. Noch ein Magiegeist besiegen und noch eine Magiegeist-Perle kriegen. Ahaha, stirb. Einmal ist weg. Bleiben noch 8000. Ja, komm, geh ruhig in den End rein, mich stört's nicht. Bam. Na komm, lass mich durch. Danger! So. Muss ich noch Harlequin besiegen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das könnte nicht schwer werden. Na komm, gib auf, Magiegeist. Oh, sie leckt. Das hat auch gehört. Zum Glück. Nein, es geht wieder weiter. Hör auf damit. Na, komm runter mit euch. Tastenspamming. So. Ja, Auftrag ausgeführt. Jetzt hier noch durch und dann hat sich die Sache. Zumindest gleich. Nachdem ich den hier besiegt habe. Hallo? Ja, endlich. Das hat uns total nicht abgelenkt, dass das nicht funktionieren wollte. Level 11. Nicht abwehren.
Ja, ich bringe mich doch in Sicherheit. Wuhu! Wow. Wo ist die Dornattacke gewesen? Und tschüss, End. Entwickler. Boah, sowas Schlechtes habe ich ja noch nie von mir gegeben. Strecken. Boah. Ja, ich sehe nicht strubbelig aus. 6 Minuten. Wollte ich nicht den lustigen Bogen haben? So, sofort beenden. Hast du sie erledigt? Vielen Dank. Jetzt bleibt zu hoffen, dass es sich in der Lage, dass es sich die Lage im Wald wieder normalisiert. Ja, noch nicht ganz ausgereift. Von Leila aus unserem Dorf haben wir etwas Neues über Benders erfahren. Schön, dass ich dir helfen kann. Hallo, ich bin Leila. Ich habe viel von dir gehört. Meinen Informationen nach sollten Räuber, die auf der Robo-Gedenkbrücke auftauchen, neu eingetroffene Mitglieder der Benders-Bande sein. Na, was denkst du? Wirst du Benders Versteck wohl finden können, wenn du sie ein wenig ausquetscht? Ich danke dir, du hast Elder gerettet. Du bist auf der Suche nach Benders, nicht wahr? Kennst du schon den Support-Service für Anfänger? Kobo heißt er. Der Kobo-Service unterstützt die Abenteuer auf Elios. Allerdings braucht man eine Empfehlung, um ihn nutzen zu können. Du siehst wie ein waschechter Abenteurer aus, hab ich recht? Na, dann werde ich dir eine Empfehlung schreiben. Items sockeln. Ja, wie kriege ich denn mit den Handschuh Sprungkraft rein? HP plus 117 bis zu 50% der maximalen HP. Ich verstehe kein Wort, aber ist mir auch egal. Sofort beenden. Du hast die die edlen Perlen der Reinigung besorgt? Sehr gut. Ich habe alles vorbereitet. Es fehlt nur noch eine einzige Zutat. Aber die ist leider nicht einfach zu besorgen. Um den Brutkristall zu reinigen, benötige ich die Lebensenergie eines Ents. Die Ents bewahren diese Energie in Form einer Kugel in ihrem hölzernen Körper. Bitte, geh noch einmal in den Nachtwald und hol mir eine solche Perle der Ents. Ich denke, die uralten Porus werden es verstehen. Na gut. Gehe ich halt nochmal in den Nachtwald. Was ist das? Ach, eine Empfehlung. Okay, dann mache ich erstmal das mit der Empfehlung hier. Und das ist so ein Brutkristall. Und der hat den Mogel genannt. Und der hat den Kekse 2 genannt. Und hier ist ein Viech. Ein Typ. Ja, Pascal kennen. Also nichts Wichtiges. Einfach hier runter. Hallo Anka. Nee, Aranka. Quests. Tutorial Kobo Service. Abschließend. Willkommen bei Kobo. Du hast eine Empfehlung von Hoffmann? Das reicht völlig aus. Herzlichen Glückwunsch. Es ist mir eine Freude, dir die Dienste des Kobo Service anbieten zu können. Wir haben besondere Waffen für Anfänger, gerade frisch reingekommen. Für einmal die glatte Oberfläche. Das ist Qualitätsarbeit. Rüstungen haben wir natürlich auch. Und besondere Tränke. Zum Heilen oder für schnelles Sprinten. Oder? Du denkst bestimmt, da kriege ich auch noch... Das kriege ich doch auch beim Schmied und beim Alchemisten. Aber ich sage dir, nein, nein, das stimmt nicht. Kobo hat die besonderen und speziellen Sachen. Express-Tickets zum Beispiel. Reisetickets, die dich... Hörst du mir überhaupt zu? Entschuldige, ich bin wohl in Schwärmen geraten. Na jedenfalls steht dir unser Service immer zur Verfügung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke sehr. Bin ich aber glücklich. So, Nachtwald muss ich nochmal rein. Und hier muss ich über die Höhle stapfen. Gegengründungserlaubnis. 1, 2, 3, 4, 5. Also
1,5 Millionen ED muss ich dafür bezahlen. Ich hoffe, du hast eine schöne und angenehme Reise. Ja, habe ich. Wir haben immer noch eine edle Perle der Reinigung. Die könnten wir eigentlich verkaufen. Benötigt das Level 12. Gut, dann hebe ich die mal auf für mich. Sind ja schon Level 11,5. Gibt es Events? Ich bin Aranka vom Quest, Kobo Service. Verfügbare Aufträge? Nichts. Ach da, Event. Sieg im PvP. Ja, sowieso, kann ich sowieso nicht. Oh toll, da haben wir vorhin schon einen kaputt gemacht. Hinweis zur Verstärkung. 5-mal Dungeon mit XP spielen. Ja, nehmen wir. Ich hoffe, du hast eine schöne und angenehme Reise. Ja, ich habe eine schöne und angenehme Reise. Lass mich in Ruhe. Hallo, Doppelsprung. Geht nicht? Egal. Noch mehr Quests täglich. Event. Ja. Kann ich sowieso nicht. Bin ich sowieso zu schlecht dafür. In Ordnung. Ich find's doof, dass die Event-Quest erst jetzt nach dem Nachtwald verfügbar stehen. Wisst ihr was? Eigentlich ist die Zeit ja schon ziemlich fortgeschritten. Ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Wie sieht's aus? Bis zur nächsten Folge, Freunde. Tschüssi.